Vom YouTube zu einem neuen Unboxing, und zwar die Get Digital aus dem September 2021. Vorab muss ich noch ein kleines Detail erwähnen. Und zwar erstmal, ich habe gerade das Verlosungsvideo gemacht für die Xbox Standardversion, PlayStation 5 Standardversion und ich glaube, ich habe Zusatz genannt zur Tales of Arise Gewinnspielen. Und falls du das siehst, Galvatrons, diese Box hier. Weil du mir persönlich geschrieben hast, dass sie dir interessiert, dass sie dich interessiert. Schreib mich mal an. Es kann sein, dass wir uns vielleicht einig wären oder ich dir mal was zusende. Das Info. Denn ich habe festgestellt, ich habe keinen Platz. Und da ich weiß, dass du keinen Platz hast, kannst du dort vielleicht gewisse Sachen verstauen, die ich nicht verstauen kann, weil entweder sind die Sachen zu groß. Oder die Sachen sind viel zu groß. Oder viel, viel zu groß. Genau. So. Jetzt kommen wir zur Geldtüte. Vorab ein kleines, aber witziges Detail, weshalb wir den T-Shirt-Preis diesmal vielleicht etwas anders berechnen müssen. Ich zeig's euch erstmal, weil es ist das Erste, was ich greifen kann. Das T-Shirt in Größe L in einem Crossover zu Der Herr der Ringe und Pokémon. Sieht ganz cool aus auf alle Fälle. Größe L. Und in Größe L das T-Shirt Crossover zu Der Herr der Ringe und Pokémon. Ich hab's doppelt bekommen. Also. Zweimal das T-Shirt. Falls jemand die Größe L hat und Interesse an diesem T-Shirt hat, schreibt es mir in die Kommentare. Versand müssen wir dann gucken. Falls ihr aus Leipzig kommt, wäre ganz praktisch. Kann ich es hier einfach mal so in die Hand drücken und dann winken, winken und Tschüss sagen. Und ja, dadurch, dass es so ein tierischer Zufall ist. Fantastische Tierwesen Spielkartenset. Aber wie macht's denn kaputt, ist so klein. Ich hab's auch schon mal, glaube ich, mal versucht, einmal zu öffnen. Hab's letztes Mal gar nicht hinbekommen. Diesmal geht's. So, wir schauen mal rein. Okay, es sind Standardkarten. Nur ein bisschen kleiner als normal. Ich pack's jetzt mal nicht aus, weil Gründe. Außerdem. Nicht spielen. So, das war mal kleiner Sadismus meinerseits. Kann man mir auch mal gönnen. Also finde ich. Falls nicht, hasst mich. Und falls ihr mich nicht hassen könnt, seid weiterhin Abonnement. Kommentiert weiter fleißig. Like dieses Video. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt mir trotzdem ein Like. Abonniert mich, bleibt Abonnement und joa. Wir haben einen Dino-Stift. Einen Dino-Stift. Er hat mal gekostet 3,95. Dadurch, dass ich die Box schon mal vorab angepackt, ausgepackt habe, weil es ein bisschen geklappert hat, was ihr nachher sehen werdet, warum ich das dachte. Ich dachte, es ist was kaputt. Habe ich gesehen, dass der Stift im Heft für 1,45 angepriesen wird. Also bedeutet, der Preis, den er mal gekostet hat, ist er nicht mehr wert. Oder beziehungsweise man bekommt ihn in der Box sogar schon günstiger. Hier ist denn der Stift. Ich habe die Mino nicht getestet. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Stift machen soll. Ich finde ihn für mich nicht handlich. Das ist das Schlimme. Aber ich finde schon jemanden, der den bestimmt haben möchte. Dritter Item. Vierter Item. Dritter, vierter. Wie zählen wir die Shirts? Die Shirts? Das Shirt? Die Shirt? Das Shirt? So, dann haben wir zu Fantastic Four. Und das packe ich vorher mal aus, damit ihr es sehen könnt. Es hatte auch mal einen Aufrufestreifen, aber der Aufrufestreifen ist abgerissen. Also es war eher ein Abrufestreifen. So, tut mir leid dafür. Es glänzt wahrscheinlich trotzdem wie die Hölle. Fantastic Four, Metal Print. Wie ihr seht, so ein ganz kleiner 3D-Effekt. Wir gucken, ob er im Licht ein bisschen sichtbarer wird. Ja, ein bisschen erkennt man den, ne? Vier kleine Löcher, zeige ich euch mal. Kann man also an die Wand bringen, ganz easy. Die Classic Fantastic Four, ich würde sagen, 1. November, scheint nur Comicbuch.
Cover zu sein. Genaueres sagen kann ich gar nicht. Ich werde es nachher wieder in Folie packen. Erstaunlicherweise mache ich hier keine Fettfinger drauf. Metall ist schon erstaunlich. Das war das. So, wie komme ich jetzt woran? Aha. Da der neue Spider-Man und Venom-Film bald erscheinen wird, gibt's von, ich weiß gar nicht, das ist nicht von Funko Pop, das ist von Kotobukiya. Exklusiv. Spider-Man and Venom. Hat mit nichts weiter zu tun. Made in China, MK314. So, und wir öffnen es mal, denn wir hatten sowas schon mal. Von Marvel auch. Mit Loki und Thor. Das war, glaube ich, der Box von damals. Ja, genauso war, hieß er auch, glaube ich. Und dann schauen wir mal. Hier sind die beiden Figuren. Ich packe diese natürlich wieder nicht aus. Kann sein, dass ich die irgendwo mal weitergebe oder ähnliches. Ich habe auch Angst, da Beschädigungen vorzunehmen. Auf alle Fälle, Venom sieht komisch aus. Blauer Venom, kein schwarzer. Spider-Man sieht nach Spider-Man aus, das ist vollkommen okay. Könnte aus dem Universum von den Animationen Spider-Man in the Universe oder wie das hieß. Ihr wisst auf alle Fälle, was ich meine, glaube ich. Einer der besten Spider-Man-Filme der letzten Jahre, für mich zumindest, also nochmal ein bisschen besser. Was ist euer Spider-Man-Lieblingsfilm eigentlich? So, die erste Trilogie mit Tobey Maguire. Der zweite Zweiteiler, der leider nicht weitergegangen ist, mit Andrew Garfield. Oder Anthony, Andrew Garfield, glaube ich. Oder jetzt der neue Marvel Cinematic Spider-Man mit Tom Holland. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Und jetzt kommen wir mal zum großen Spiel, was im asiatischen Raum gespielt wird. Und hier hat es auch geklappert. Ich zeige jetzt erstmal die Box, weil sie gar nicht so leicht ist, gar nicht so schwer ist. Hat auf alle Fälle ein ordentliches Gewicht. Finden Sie Ihren Weg an die Spitze innerhalb des Labyrinths von Haku. Fordern Sie Ihren Gegner mit Ihrem logischen Denken und Wissen heraus, um seinen Pfad durch Haku zu enthüllen. Spielen Sie Ihre Bälle und klettern Sie an die Spitze, um The Master of Haku zu werden. Die Spielregeln finden Sie in einem separaten Paket, das Booklet, Spielkarten und eine CD. Wir haben die Anleitung. Der Rest ist nicht dabei gewesen. Gut, dann haben wir das auch schon mal erklärt. Was steht hier noch drauf? Hier steht es auch auf Deutsch, aber hier ist kein deutsches Wort. Cool. Also falls ihr seht, ich sehe es nicht. Aber hier ist doch die Deutschlandflagge. So wie da drüben. Aber seht ihr hier irgendein deutsches Wort, außer das vielleicht CD? Was ja auch nicht mehr deutsch ist? Naja. So, ich versuche es diesmal nochmal genauso auszupacken wie beim letzten Mal. Ich hoffe, es klappt auch genauso gut. Denn im Endeffekt ist es besser verpackt, als wie es drinnen dann eigentlich ist. Denn so, jetzt aber. Das ist Haku. Ich hätte gerne die Variante schwarz gehabt, weil dann blendet nicht ganz so doll. Hier sind dann so die 5 Murmeln, die man reinschieben kann. 2 schwarze, 2 weiße und eine transparente Murmel. Ich glaube, sie ist transparent im Heft. Oder durchsichtig, ich weiß es nicht. Ihr wisst auf alle Fälle, was ich meine. Genauso, ich drehe die Kugel nochmal einigermaßen hin. So sehen die dann richtig aus. Sind auch beschriftet. Und das Innenleben, wo war es denn zu öffnen? Hier unten. So. So sieht es denn innen drin aus. Ich zeige euch jetzt mal kurz einen Spieldurchgang. Ich nehme auch gleich mal die transparente Kugel. Das wisst ihr, das klappern, weil eine Kugel war lose. So, eine meiner Lieblingszahlen ist die 2. Deswegen gehen wir in Loch 2. So, und wir sehen, es ist die rechte Seite. Wir hätten damit die meisten Punkte gehabt. Man sollte es halt stehen spielen. Aber mit dem ersten Wurf die meisten Punkte. Variante 2.
Ist auf jeden Fall ganz lustig. Ist anscheinend angeblich ein Spiel, was im asiatischen Raum, Japan und oder China gespielt wird. Kann man vielleicht Spaß haben, vielleicht auch nicht. Ist jedem das seine. Und wir haben jetzt eine Büste von DC. Wenn ich euch zeige, eine Büste. Büste. Guckt da nicht so hin. Harley Quinn. Jetzt zum neuen The Suicide Squad. Sehr cool. Ich finde, die Figur sieht echt gut aus. Mit dem Hammer. Hat so einen eher älteren Look. Weil in den neueren Filmen benutzt sie ja dann doch eher Baseballschläger. Oder andere Sachen. Aber so Großhammer und so ist, glaube ich, eher wirklich so aus einem sehr alten Bereich der Harley Quinn Geschichte. Ich glaube Anfang der 2000er, Ende der 90er so. Und wir haben jetzt noch ein Poster. Ein Blu-ray Poster, sag ich jetzt mal, zu John Carpenters The Thing. Ich versuche es mal einigermaßen zu zeigen. Ist ja gar nicht mal so groß, wa? Poster, ganz cool. Leider gefaltet statt gerollt. Was aber vollkommen okay ist. Ich krieg's jetzt eh nicht zusammen. Das war das. Ach, wir haben noch was. Hier ist ja noch was Kleines. Ich habe mich schon gewundert, wo die Brottüte hin ist. Weil ihr wisst, ein bisschen umweltsparsam sein. Lieber eine Tüte statt ein Plastikbeutel. Und reingeguckt. Dann haben wir ein Cthulhu-Aufkleber. Hatten wir schon mal Cthulhu-Aufkleber? Wir hatten schon mal. Ne, wir hatten Cthulhu-Pin. Aufkleber noch nicht. Dann haben wir Butterfinger. Zwei Stück. Also nicht zwei Finger, sondern zwei Butterfinger. Kann man es ein bisschen erkennen? So. Und der Pin zum... Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Oh mein Gott, es ist ein Todesstern. Fokus. Licht. Danke. Warte mal, ist so richtig rum? Ja. So, jetzt sollte man einigermaßen erkennen. Ein kleines Pinchen. Never forget. Forgot? Auf jeden Fall never. So, und wir schauen nochmal kurz ins Heft. Die Variante hätte ich halt sehr gerne gehabt vom Haku-Spiel. Wir haben die weiße, ist glaube ich auch vollkommen okay. So, und wir gehen mal durch. Das Haku-Spiel. Achso, ab zwei Spieler plus in die Unendlichkeit und viel weiter. Kostet, ich runde die Summe immer auf, bitte nicht wundern darüber. Jetzt fangen wir auch mal an zu rechnen, ne? Das Haku-Spiel kostet 29,95, also 30 Euro. Das T-Shirt kostet 17,95, also 18 Euro. Jetzt ist die Rechnung. Machen wir aus 2 ist 1, also 2 für 18, oder machen wir aus 2 sind 2, das wären dann 36. Eure Entscheidung, oder wir sagen einfach 20 Euro für das T-Shirt diesmal. 30 plus 20 sind wir bei 50. Für die Box bezahlt habe ich 35,95. Habe ich 35,95 bezahlt? Ich habe mir gar keine Rechnung gehalten. Ich glaube maximal mit 44,95 wurde sie mir kurzfristig mal angerechnet. Ist aber noch nichts rausgegangen, also es wurde noch nichts abgezogen. Ich weiß nicht, ob da noch mal eine Korrektur kommt oder so. Gibt es ab und zu öfters mal. Meine Nase glänzt. Interessant. Also wir sind jetzt bei 50 Euro. Die Büsten. Es hätte ein Batman noch gegeben, ein Joker, ein Superman, eine Wonder Woman. Und dennoch 8 weitere, denn 13 hätte es insgesamt gegeben. Flash hätte es noch gegeben. Ja, wow. Also es wird hier bisher mal von Flash geredet, von keinem weiteren Charakter. Also Aquaman wahrscheinlich noch und andere. Kostet 19,95, sind wir auch bei 20, dann sind wir jetzt schon mal bei 70 Euro. Das Blechschild kostet 14,95, 15 Euro. Wo waren wir? 40, 50 ist die 70, 80, 85 Euro.
Die Spielkarten sind 4,95, 5 Euro sind wir bei 90. Der Pin 1,45, der Stift 1,45, machen wir zusammen jetzt 3 Euro, sind wir bei mehr Geld. Denn die Postkarte mit dem Gacha, reingeschaut, ne? 1 Euro, die Fingerbutter waren umsonst, der Pin auch 1 Euro, ungefähr, da sind wir 1, 2 und 5. 95 dürften jetzt sein. Spider-Man Venom, das Doppelpack hier, ne? Das sind 25 Euro gewesen, 24,95 um genau zu sein. Jetzt rechnen wir mal kurz grob zusammen. 20, 40, 50, 60, 70, 85, 90, 95, 100, 120 Euro die Box. Wie gesagt, bezahlt ein Bruchteil davon, ungefähr ein Drittel. Drittel bis Viertel. Ich finde, ist eine gute Ausbeute für die Box. Ich muss auch mal schauen, ob ich dafür alles noch Platz habe. Ansonsten wollte ich auf ein weiteres Gewinnspiel irgendwann mal. Oder ich spende es einfach mal wirklich an Kinderheim, was ich immer vorhatte, was ich zu gewissen Zeiten jetzt nicht machen wollte. Ich schaue jetzt gerade mal noch das Update. Achso, das Poster ist einfach so mit drin. Das gab es also mehr oder weniger umsonst. Ich werde schauen, dass ich unten in den Kommentarfunktionen nochmal schaue, dass ich gewisse Sachen euch verlinke, was man vielleicht so kaufen kann. Nächsten Monat im Oktober gibt es auf alle Fälle nochmal ein Gewinnspiel zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, denn ich habe zu meiner Box zwei Sonderboxen bestellt. Einmal die Sammelfigurenbox. Schaut gerne mal über meinen Link bei GetDigital vorbei. Wenn ihr über den Link etwas kaufen würdet, wo ihr bezahlt 0 Euro dazu und 0 Cent mehr. Ich bekomme einfach nur die Anzeige von der Webseite, dass ihr über meinen Link etwas gemacht habt. So, bevor wir jetzt das Video weitestgehend beenden, sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mir gerne diesen Kanal, teilt gerne diese Videos. Ich versuche euch weiterhin immer bei Laune zu halten mit Unboxings. Bei der Wootbox wird es nur noch zwei Themen geben. Und ja, ihr hört jetzt gerade wahrscheinlich die Werbung von Spotify, deswegen rede ich einfach mal ein bisschen drüber. Ich werde ansonsten die letzten zwei Boxen von Wootbox auf meinem Kanal noch zeigen. Das sind die Box aus dem, ich weiß gar nicht, ob es September aktiv ist und Oktober oder August und September. Das bedeutet, ich werde diese euch vorstellen. Weitestgehend werdet ihr denn dennoch teilhaben an meinem Get Digital Unboxings. Und an den legendären Boxen, legendären oder Special Boxen, wie nennt wie ihr es wollt. Ich hoffe, ihr freut euch auf Oktober. Und wenn ihr jetzt abschalten möchtet, könnt ihr dies gerne tun, denn ich werde nur kurz noch erwähnen, was das Highlight des Monats Oktober sein wird aus der Get Digital. 3, 2, 1. Was da? Damit dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.